Die Video Tech Night wird Ihnen präsentiert von Lautsprecher Teufel. In der ersten Tech Night 2017 geht es heute natürlich um die CES. Ja, ums Thema OLED, QLED, Dolby Atmos und was es sonst noch alles Spannendes zu sehen gab. Ja, und damit hallo zusammen hier wieder, also ich zumindest wieder zurück. Ja. Du warst ja immer da. Hast ich habe hier die gehalten. Stellung gehalten, während ihr beiden, du und Roland, ja, in Vegas unterwegs wart. Ja, Vegas. Ja, natürlich ja. Nur auf der Messe. Natürlich nur auf der Messe. Bei Vegas muss man ja echt mal sagen, also die einen lieben es, die anderen hassen es. Ich mag's, ich muss, geb's gerne zu, aber es ist schon eine krasse Stadt, muss man wirklich sagen, und eigentlich von der Infrastruktur her so überhaupt nicht für Messen geeignet, abgesehen davon, dass es natürlich riesengroße Hallen gibt bei allen Hotels, aber wie auch immer. 175.000 Leute waren zu Besuch zur CES, allein 55.000 aus dem Ausland, also auch wir waren nicht ganz alleine da. Und schon was los. Viele Deutsche, muss man echt sagen, also man merkt schon, dass das so zum Jahresstart einfach die Messe ist, wo die Trends für das ganze Jahr mal vorgegeben werden. Ja, denn die ganzen großen und auch die kleineren Hersteller haben ja ihre Highlight-Produkte präsentiert und das zum Teil auch schon vor der Messe, also an den Pressetagen. Und ja, da durftet ihr ja schon einiges Spannendes sehen. So ist es, ja. Was ich ja wirklich ziemlich cool fand, also es hat sich wirklich viel getan, gerade auch rund ums Thema Dolby Atmos. Und ja, dann meine erste Frage wäre natürlich gleich mal, LG hat ja seine neuen OLED-TVs vorgestellt mit dem Hinweis auf nicht nur Dolby Vision, sondern auch Dolby Atmos integriert im TV. Ja, allerdings. Ja, wie sieht es denn aus? Wie klingt es denn? Also, wie es klingt, da möchte ich, also ja, also man muss sagen, es klingt natürlich nach Dolby Atmos, es klingt raumfüllend. Man muss aber ehrlicherweise wirklich sagen, die Präsentationen, also zumindest von LG selbst auf der Messe, in der Messehalle, da kannst du den Raum noch so abschotten, da ist natürlich viel Lärm drumherum, deswegen, also wir brauchen das schon im Testlabor auf jeden Fall. Man kann natürlich sagen, LG hat sich natürlich sehr bemüht, eine Gesamtpräsentation zu machen, die toll war, mit Dolby Vision auch. Das heißt, also man hat dann rund um den W7 diesen tollen Tapetenfernseher, diesen Wallpaper, diesen hauchdünnen Fernseher, natürlich noch viel Projektion drumherum gemacht, das hätte man zu Hause jetzt nicht zwingend. Dann ist da unten integriert diese Soundbar mit Dolby Atmos. Da fahren dann die Speaker links und rechts ein Stück raus. Das sieht natürlich toll aus. Also auch ein wunderbarer Effekt. Was den Sound angeht, wir waren ja auch bei Dolby hinter den Kulissen sozusagen. Da hat man das Ganze auch nochmal vorgeführt. Da war schon ein bisschen mehr Ruhe. Da konnte man schon, also der erste Eindruck schon sehr positiv, was Atmos angeht. Aber wir freuen uns natürlich trotzdem, wenn wir das gute Stück hier haben, mal früher oder später. Wir kämpfen natürlich drum, hoffentlich bald, genau, um das dann mal in unseren Laborgegebenheiten hier hören zu können. Keine Frage. Aber ist schon, also ich glaube schon, dass so eine Gesamtlösung ist natürlich toll. Cool, ja, hört sich schon mal gut an. Und auch in Sachen Soundbars gab es ja auch was Neues. Ja, Sony ist ja an den Start gegangen mit einer Dolby Atmos Soundbar. Also wirklich auch, bin in die Vorführung gegangen, aber auch die war in der Lautmesse-Halle. Also das ist wieder vorsichtig mit Urteil zum Sound. Dolby Vision, also dieses erweiterte HDR, das Dolby auch anbietet, ist ja bei mehreren Herstellern gesagt, das konnte man schon eher ein bisschen wahrnehmen. Aber auch da, also es sind Vorführungen auf einer Messe, man muss dann nochmal aufpassen, was so gezeigt wird. Und am Ende zählt das, was bei uns aus dem Labor rauskommt. Deswegen, aber toll ausgesehen hat natürlich auch das. Und ich glaube auch, was euch bestimmt interessiert, bei LG dauert es, glaube ich, auch nicht mehr so lange, bis das Ganze auf den Markt kommt. Da haben sie es, glaube ich, für die nahe Zukunft schon mal angekündigt. Richtig, also im März, glaube ich, soll es sogar soweit sein. Und diese Kombi, also der W7, dieser Wallpaper-Fernseher, ist, glaube ich, mit Dolby Atmos Soundbar ist für April ungefähr angekündigt. Also es geht jetzt wirklich ganz schnell. Ich habe in USA ein bisschen auch Storecheck gemacht bei der Gelegenheit bei Best Buy. Da war es auch schon im Laden zu sehen. Es gibt ja noch keinen Preis für den deutschen Markt, keine offiziellen, aber da hing ein Preisschild dran, ich glaube mit so irgendwie 8.000, 9.000 Dollar um den Dreh, und man kann sich ja aussehen, dass das im Europreis ähnlich sein wird, vermutlich. Also das ist natürlich für den... Aber sowas muss es auch geben. Das ist ja ganz, es ist natürlich eine ganz, ganz neue Technologie und beziehungsweise neues Konzept, und dafür ist es, finde ich, eh schon, wenn das unter 10.000 Euro bleibt, eh schon sehr, sehr günstig. Aber das ist natürlich ein Flaggschiff
Gerät. Wird ja günstigere OLEDs geben in diesem Jahr, auch nicht nur von LG. Sony ist ja jetzt auch mit am Start. Sony ist mit am Start, das werden jetzt nicht unbedingt die mit den günstigen sein, aber ist jedenfalls auch neu dabei. Also allein, dass sich da viel getan hat, aber weil Dolby Atmos wollte ich einfach nochmal auch in eure Richtung sozusagen, weil wir, also gerade wir haben ja also von Anfang an auf Dolby Atmos gesetzt, als die ersten Produkte kamen. Wir haben sofort ab dem Soundbars, Lautsprecher, wir haben dieses Thema ja immer hochgehalten, weil wir gesagt haben, das ist echt ein hörbarer Mehrwert fürs Heimkino, fürs Wohnzimmer, der sich einfach von klassischem Surround oder Virtual Surround von bisherigen Soundbars massiv unterscheidet. Ja, und deswegen freut mich das jetzt so sehr, deswegen war das auf der CES einfach so schön zu sehen, dass das jetzt so in so einer Breite kommt, weil es wirklich viele Soundbars, viele neue Sets. Also, wie du sagst, ich finde es wichtig ist auch, dass es eben nicht nur die teuren Surround-Sets mit den Deckenlautsprechern sind, sondern eben auch Soundbars oder eben der, ja, einfach für den Normalverbraucher, dass er sich das auch nach Hause holen kann. Genau. Mit möglichst wenig. Man muss natürlich ein bisschen warnen vor der Verwässerung des Ganzen, weil natürlich nicht jede Soundbar wird auch Dolby Atmos so rüberbringen, wie es ursprünglich von Dolby angedacht ist. Also es ist natürlich schon ein Unterschied, ob das aus einem Klangriegel mit vielleicht noch einem Subwoofer dazu im Wohnzimmer kommt oder ob man das in einem Kinosaal mit unzähligen Deckenlautsprechern. Also das ist schon, beides ist irgendwie Atmos, aber es ist, also man muss schon aufpassen, dass man natürlich die Technologie nicht zu sehr verwässert. Richtig, aber da haben wir ja sowieso den großen Unterschied, wenn wir sagen, wir holen uns einen Soundbar nach Hause mit dem kompakten und dem virtuellen Surround Sound oder man möchte eben den richtigen Surround Sound mit Rear-Speakern. Das ist ja immer so eine Entscheidungsfrage, für was man sich dann entscheidet, wie daheim die Gegebenheiten sind. Genau. Ja, aber mit dem OLED-Bild dazu, und wie gesagt, also OLED war natürlich, also das Momentum auf der CES war schon bei, gerade bei LG und bei allen OLED-Herstellern. Nichtsdestotrotz, Samsung nach wie vor TV-Weltmarktführer, darf man nicht vergessen, macht ja bisher keinen OLED oder macht kein OLED und ist ja mit der sogenannten QLED-Technologie aufgetreten. QLED steht für Quantum Dots, also Q-LEDs quasi. Genau, aber bevor wir uns an der Stelle verquatschen, würde ich einfach nur sagen, der soll uns der Sang und Björn erklären, der Produktmanager für QLED, hätte ich mal natürlich auch von Samsung. Mhm. Und unser Roland hat ihn auf dem Samsung-Stand nochmal getroffen und hier ein kleiner Clip dazu. Ja, wir stehen hier vor unseren QLED-TVs und wir führen damit eine neue Kategorie bzw. eine neue Technologie ein. Als Nachfolger von SWLD-TV bzw. als Nachfolger oder als neue Technologie neben OLED oder vielleicht sogar als Nachfolger von OLED glauben wir, dass wir damit eine neue Technologie einführen werden, die über eine super Bildqualität mit sehr hellen Bildern, sehr farbreichen Bildern, kontrastreichen Bildern und über einen großen Betrachtungswinkel verfügt. Ne, Roland, habe ich da recht? Ja, hast du total recht. Ich freue mich auch drauf, mal die ersten Produkte in meinem Labor überprüfen zu können, ob das alles so richtig ist, was du alles sagst. Aber ich bin ja sehr zuversichtlich, weil letztes Jahr hat es schon eine gewisse Steigerung und jetzt habt ihr es nochmal verfeinert. Das muss ja nochmal viel, viel besser geworden sein. Ja, wir sind überzeugt und deswegen, wir würden sonst nicht diese Kategorie QLED TV nennen, wenn wir nicht überzeugt sind, dass wir wesentliche Verbesserungen gemacht haben. Gerade im Hinblick auf Quantum Dots, da haben wir eine neue Metalllegierung sozusagen um die kleinen Quantum Dots geschaffen. Also es ist auch in Eigenentwicklung mit dem führenden Quantum Dot Herstellern passiert. Und damit können wir sicherstellen, dass wir zuverlässige Bildqualität, die nicht verwischt ausblasst über den Produktlebenszyklus, wie bei anderen Technologien, herstellen können und auch vorführen können und dem Kunden damit auch einen riesen Gefallen tun. Wer einen QLED-Fernseher zu Hause hat, der wird in 8 oder 10 Jahren immer noch ein farbreiches, kontrastreiches und extrem helle Bilder vorführen. Und ich denke, damit können wir zeigen, dem Kunden auch zeigen und auch uns selbst, dass wir eine neue Kategorie geschaffen haben. Ja, Sangwon, vielen Dank. Und Roland, der Roland, weil wir ihn hier gerade gesehen haben, ist ja heute nicht hier, aber muss ja sagen, wir haben ja immer, also wir haben eine ganze Menge Videomaterial gedreht. Mhm. Vieles davon kann man ja auf unserem Portal technight.video sich auch nachträglich natürlich noch angucken. Eins davon, was wir nicht gesendet haben, war eigentlich, wir hatten eigentlich vor, so eine Tech-Night-Anmoderation vorzudrehen im Pressezentrum, die haben wir auch im Kasten. Im Rahmen dessen erzählt der Roland ja auch schon von einer neuen kommenden Technologie und auch da hören wir mal ganz kurz rein.
Wir schauen uns hier jedenfalls an, was gibt es Neues im TV-Bereich. Also das ist ja klar. Noch mehr OLED, noch mehr HDR. Noch mehr Quanten in den Dots. Ganz genau, Nanotechnologie ist ja das neue Zauberwort, weil man das vorher noch nicht oder so. Oder bald werden die Quantendots ersetzt durch Quantenrotz. Was ist das denn? Ein Quantenrotz. Was ist denn ein Quantenrotz? Das erzähle ich irgendwann. Das wird in den nächsten Monaten werden Quantum Rotz. Das neue Thema werden. Das klingt auf Deutsch nicht besonders erfreulich, aber technisch ist es sicherlich eine Sensation. Ich fühle mich gerade auch so ein bisschen nach Quantenrotz, aber. Ja, was es jetzt so genau mit dem Quantum-Rotz auf sich hat, das darf euch dann der Roland in einer der nächsten Folgen mal erklären. Würde ich auch sagen. Wir bleiben jetzt mal bei den bestehenden Produkten und Techniken. Und zum einen gibt es auch Neuigkeiten eben in Sachen Ultra-HD-Player. Oh ja. Samsung hat ja schon vor der Messe bekannt gegeben, dass es einen neuen Ultra-HD-Blu-ray-Player geben wird, der ein bisschen günstiger auch sein soll, wie die bestehenden beiden. So ist es, ja. Und genau, da hat sich aber nicht nur bei Samsung was getan, sondern auch von LG gibt es jetzt einen ersten Ultra-HD-Blu-ray-Player. Also, jetzt ist wirklich die Range sehr breit, wenn man denkt, dass es vorher gerade mal 4 Geräte gab vor der Series. Jetzt, wie gesagt, Samsung mit dem M9500, dann kam LG, kam ja quasi wirklich auf der Messe die Bekanntgabe, vor allem deswegen spannend, weil er auch Dolby Vision abspielen kann und das war ja das entscheidende Thema letztendlich auch, weil es jetzt eine ganze Reihe Fernseher gibt mit Dolby Vision, vor allem von LG, aber nicht nur. Und irgendwo müssen die Contents ja auch herkommen. Die gibt es natürlich bei Netflix, aber auf Disc eben künftig auch. Dazu kam die Bekanntgabe der Hollywood Studios, die während der CES eben gesagt haben, also Warner, Universal und auch Independent Lionsgate haben gesagt, sie werden Titel in diesem Jahr auf den Markt bringen mit Dolby Vision. Es gibt hunderte Titel mit Dolby Vision sozusagen gemastert. Die waren im Kino mit Dolby Vision zuerst, aber die müssen natürlich auch auf Home Entertainment Format gebracht werden und dann lohnen sich auch die Player. Und wir hatten ja auch zuvor noch den Oppo Ultra HD Blu-ray Player getestet, der auch dann via Update, also das Update soll in den nächsten Monaten kommen, Dolby Vision dann unterstützen wird. So also da haben wir nach heutigem Stand Oppo und LG. Wir sind dann mal gespannt bei Sony. Sony hat ja eigentlich so das Komplettpaket gemacht, den Fernseher mit Dolby Vision, die Soundbar mit Dolby Atmos, aber der UHD-Player, den sie eben auch vorgestellt haben, hat Dolby Vision erstmal nicht. Aber da munkelt man natürlich auch, dass es dann ähnlich wie bei Oppo früher oder später ein Firmware-Update gibt. Muss ja sowieso erstmal auf den Markt kommen. Also man merkt jetzt aber schon, also die Player-Front ist jetzt so breit aufgestellt, dass man auch klar sieht, dass die Industrie komplett auf dieses Format UHD Blu-ray setzt. Ist ja auch, darf man nicht vergessen, da werden ja auch alle anderen Discs abgespielt, Blu-rays, DVDs und so weiter, also es ist ja rückwärts kompatibel, aber man ist sozusagen auch mit diesen neuen Formaten wie HDR10, Dolby Vision und so weiter, mit diesen Bildformaten eben up-to-date, Soundformate sowieso, klar. Genau. Dolby Atmos, DTS:X. Genau, und ich würde sagen, genau, Dolby Atmos auf jeden Fall. Ja, ein großes Thema eben auf der Messe. Die beiden anderen Formate, DTS:X und Auro 3D, tut sich natürlich trotzdem auch was. Und ganz wichtig, wir haben ja die Messe quasi, oder ihr habt die Messe, ich war ja leider nicht mit dabei. Das mit, gut, dass das nochmal erwähnt wurde. Natürlich, ja. Das darfst du dir noch länger anhören. Ja. Haben wir ja quasi auf Clips für euch festgehalten und die könnt ihr euch dann alle auf unserem neuen Portal www.technight.video ansehen. Und ganz einfach, also wir haben das Stichwort CES 2017 oder auch On the Road vergeben, da ist alles mit dabei von der Messe und Und eben auch die Insights von DTS und von Auro, war wirklich sehr spannend. Was eben auch für Besucher jetzt nicht so sichtlich war, genau. Da nee, war auch nicht, war nicht offen, man musste schwer um die Termine kämpfen, aber wir haben sie natürlich alle gekriegt. DTS, netterweise kann man sagen, gibt es, wenn ihr schnell seid, übers Wochenende bis Montag könnt ihr auch noch mitmachen. Wir verlosen noch die offizielle neue 2017er DTS Demo-Disc. Ein Exemplar für euch haben wir gesichert. Verlosung findet auf unserem Facebook-Channel statt. Facebook-magazin.video ist da die Adresse. Wenn ihr reinschaut, da könnt ihr noch mitmachen. Müsst uns nur in einem Kommentar sagen, warum ihr diese Scheibe unbedingt haben wollt. Das ist diesmal eine Doppeldisc mit Blu-ray und Ultra-HD Blu-ray zum ersten Mal. Also
schon ein schickes Paket und das gibt es nicht offiziell zu kaufen. Gibt es für horrende Preise auf eBay, aber nicht offiziell im Handel. Insofern auch was ganz, ganz Besonderes. Ein Mitbringsel sozusagen aus Las Vegas. Direkt aus Las genau. Vegas. So ist es. Ja, also wie gesagt, alles in allem klasse CES, spannende Themen und wir machen uns jetzt natürlich dran, möglichst schnell Testgeräte zu uns zu holen, wobei man immer sagen muss, auf der CES werden schon die US-Produkte vorgestellt, vieles davon kommt bei uns auch, aber in den nächsten Wochen finden ja hier in Europa und in Deutschland dann auch eine ganze Menge Roadshows statt von den jeweiligen Herstellern, auf denen dann die europäisch sozusagen konzipierten Produkte vorgestellt werden und dann geht das eigentlich auch relativ schnell. Hoffen wir mal. Ja, natürlich. Klar. Wir sind jedenfalls dran. Wir kämpfen jetzt schon um jedes Testmuster, das wir in die Hände kriegen können. Das ist ja ganz klar. Genau. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, die Testmuster, die wir in den letzten Monaten schon oder im letzten Monat in den Händen hatten, die gibt es natürlich jetzt nachzulesen für euch, ja, in unserer neuen Videoausgabe. Seit einer Woche erhältlich. Und ja, da haben wir wieder ein paar richtige Highlights dabei. Zum einen eben haben wir schon drüber gesprochen, gerade den Oppo UDP 203. Da haben wir den ersten Test quasi schon mal gemacht und da war schon mal recht viel sagen. Vielversprechend. Und dann OLED haben wir natürlich auch dabei. OLED, also die Themen der Messe, die haben wir Pflicht OLED der Ausgabe sozusagen, in mehr als Pflicht ein schickes Gerät von Philips. Genau, dann haben wir auch noch das erste Set von Canton mit Dolby Atmos aufsetzen. Und was ich auch empfehlen kann, zwei wirklich tolle Themen zum Thema Streaming für alle, die sich interessieren, nämlich einmal Streaming-Dienste, die zum Teil ja inzwischen auch TV und Video-on-Demand vermischen. Alle getestet für euch. Da ist Telekom Entertain dabei, aber auch Waipu und solche neuen Angebote. Und wir haben auch Streaming-Boxen. Das heißt, also auch da geschaut, Anlass war zum Test der Google Chromecast Ultra mit 4K jetzt und auch HDR. Und da haben wir eben... Und die haben wir im Vergleich gestellt mit Amazon Fire TV, Apple TV und eine ganze Nvidia, also mit einer ganzen Menge gängigen anderen. Also auch das durchaus spannendes Thema. Wie gesagt, StoreCheck in den USA, in Elektromärkten war ich ja unterwegs und habe gesehen, also wie riesig da zum Teil die Abteilungen inzwischen auch sind. Mhm. Allein für die Streaming-Player in den USA gibt es ja noch einen Player, den es bei uns nicht gibt, nämlich Roku. Die sind dort ganz groß unterwegs mit Streaming-Playern, dominieren da den Markt sehr stark, stärker als Apple und Amazon. Also da tut sich wahnsinnig viel und ich glaube, dass das natürlich bei uns auch immer stärker ansteht. Also lohnt sich auf jeden Fall reinzulesen, vor allem an diesem Wochenende mit Schneesturm und allem, was dazu gehört. Genau. Da ist doch das die richtige Lektüre, würde ich sagen. Und da haben wir auch noch einen schönen Ratgeber drinnen, wenn ihr euch demnächst einen Fernseher zulegen möchtet und vielleicht nicht auf den Wallpaper von LG warten könnt, dann hier die wichtigsten Infos und Tipps zu den Technologien und auf was ihr achten müsstet beim TV-Kauf. So ist es. Also auch das lohnt sich vorher mal durchzulesen, bevor man loszieht in den Laden. Es ist ja oft so, dass man zumindest in den großen Elektrofachmärkten nicht so die Riesenberatung bekommt. Beim Fachhändler natürlich schon. Empfehlen wir immer gerne wieder, lieber dorthin zu gehen, wenn es dann für eine Weile halten soll und wenn man nachher auch den entsprechenden Service haben möchte. So ist es. Ja, in diesem Sinne... Wenn wir uns jetzt ins Testlabor, also ich gehe jetzt zu meinen Soundbars verabschieden und ich schlafe noch meinen Deslin Chendrick aus und dann sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder zur nächsten Tech Night und zwischendurch natürlich immer wieder mit neuen Videoclips und Infos auf unserem Portal. Technight.video. Genau, bis dann. Die Video Tech Night wurde Ihnen präsentiert von Lautsprecher Teufel.